Herr Präsident, meine Damen und Herren! Offensichtlich machen wir in dieser Debatte jetzt genau da weiter, wo wir mit der Aktuellen Stunde aufgehört haben, nämlich, ich muss das so feststellen, im Niveau ganz, ganz unten. Und das beginnt schon damit, dass ich mir den Titel Ihres Entschließungsantrags anschaue, der da heißt Schutz des Instruments parlamentarische Initiative gegen Missbrauch. Meine Damen und Herren der AfD, ich möchte mal ganz deutlich sagen, es steht Ihnen nicht zu beurteilen, was wir fragen, wen wir fragen und wie oft wir fragen. Es steht Ihnen nicht zu. Jeder freigeordnete Abgeordnete fragt in diesem Haus, was er möchte und wie er möchte. Und das wird nicht, wie der Kollege Frömmrich gerade gesagt hat, durch eine Instanz der AfD vorgeprüft. Das zum Ersten. Zum Zweiten. Wenn ich mir angucke, die Anfragen der AfD, wenn wir denn gerade schon bei Missbrauch sind, was wird denn dort alles gefragt? Jeder, der sich in irgendeiner Form mit Ihrer Position, mit Ihrer Partei, mit Ihrem Rassismus auseinandersetzt, überziehen Sie mit Anfragen. Ich nenne da die Asten der Universitäten, ich nenne den Arbeiter-Samariter-Bund, ich nenne als Letztes die Kirchen, wo Sie jetzt gerade dabei sind, in Frage zu stellen, ob die Kirchengemeinde zu stellen. Es gibt kaum eine gesellschaftliche Organisation, wo Sie nicht der Meinung sind, diese in den Mittelpunkt Ihrer Anfragen zu stellen, um sie in irgendeiner Form zu diskreditieren. Was nachher dabei herauskommt, vielen Dank dafür, haben Sie gerade bei der Initiative aus Fulda hier sehr schön vorgeführt. Das ist der Grund Ihrer Anfragen. Und Sie meinen tatsächlich den Titel Schutz des Instruments parlamentarische Initiative gegen Missbrauch hier aufrufen zu wollen. Ich glaube, also da ist wirklich nicht mehr viel zu sagen an dieser Stelle. Es ist unwürdig für ein Parlament, dieses so in dieser Form zum Thema zu machen. Aber natürlich, wir könnten uns jetzt lange darüber noch weiter auslassen. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, erst Ihre Aktuelle Stunde und jetzt das, ich habe mich gefragt, was steht da eigentlich hinter? Was treibt Sie eigentlich dazu, diese Themen hier zu setzen? Ja, hier vorne hängt eine Kamera. Wahrscheinlich schneiden Sie 43 Sekunden zurecht, um es dann bei PI News oder weiß der Geier wo dann zu verbreiten, Ihre Opferansicht. Aber ich glaube, es ist etwas anderes. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir können feststellen, die AfD ist eine gescheiterte Partei. Die AfD ist gestartet. Die AfD ist gestartet als Anti-Euro-Partei. Da ist nicht mehr viel von über. Die AfD hat fortgesetzt ihre rassistische Hetze gegen Geflüchtete. Die Mehrheitsgesellschaft hat ein deutliches und überzeugendes Signal dafür gesetzt, wie wir zur Aufnahme von Geflüchteten in diesem Land stehen. Sie sind eine verschwindende Minderheit an dieser Stelle. Und zum Schluss wollen Sie jetzt, weil Ihnen diese Themen abhanden kommen, zum Schluss laufen Sie jetzt der Corona-Welle hinterher, zusammen mit der NPD, zusammen mit Reichsbürgern, Esoterikern und Aluhutträgern, und meinen tatsächlich dort die letzten Getreuen einsammeln zu können. Ich kann nur sagen, Sie haben oder die Veranstalter, an der Sie sich so stark beteiligt haben, Sie haben aufgerufen gemeinsam zu einem Sturm auf Berlin. Sie haben zusammen mit den Veranstaltern zu einem Sturm auf Berlin aufgerufen. Ich möchte Ihnen einmal Folgendes sehr deutlich sagen. Der letzte Sturm auf Berlin hat 1945 unter der Leitung von Marschall Schukow stattgefunden. Und ich bin froh, dass er diesen Krieg zusammen mit den Alliierten gegen Ihre Leute gewonnen hat. Das möchte ich an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen. Ich glaube, zu der Art und Weise, wie Sie hier versuchen, diese Redezeiten zu nutzen, mit einem Mimimi,
mit einer Selbstinszenierung als Opfer. Ich glaube, was Sie hier versuchen, ist zu tauschen, die Täter- und die Opferrolle. Und ich glaube, gemeinsam werden wir Ihnen genau dieses an dieser Stelle nicht durchgehen lassen. Kollege Frömmrich hat eben angefangen, auf weitere Beispiele hinzuweisen. Ja, alle Vertreter der anderen Parteien könnten diese Liste beliebig fortsetzen. Wir haben sie erlebt, als Sie hier hetzten gegen den Kollegen der SPD, indem Sie vorgeworfen haben, da sitzen die Freunde der Antifa, das ist die rote SA. Wir haben diese Sachen alle noch in den Ohren. Sie haben Herrn Weiß, Sie haben behauptet, Sie hätten ein Foto von Herrn Weiß, all das, um Menschen persönlich zu diskreditieren. Ich glaube nicht, dass das das Niveau ist, auf dem wir uns hier bewegen sollten. Und wenn Ihnen dieses Thema Schutzinstrument des Instruments parlamentarische Initiativen gegen Missbrauch, wenn das wirklich das letzte Thema ist, was Sie hier aufbieten können, dann bin ich eigentlich fast froh, dass es das letzte Thema ist, weil es zeigt, wie Ihre Lage ist. Ihnen fehlen Themen, Ihnen fehlen Lösungen, und jetzt begeben Sie sich in die Opferrolle. Aber das lassen wir nicht durchgehen. Vielen Dank.